alles Lob gehört Allah, dem Herrn der Welten, der in seinem ehrwürdigen Buch Koran sagt, gewiss diejenigen, die ihren Herrn im Verborgenen fürchten, für sie wird es Vergebung und großen Lohn geben. Haltet eure Wörter geheim oder äußert sie laut vernehmbar, gewiss, er weiß über das Innerste der Brüste Bescheid. Ich bezeuge, dass es keinen Gott außer Allah, dem einen ohne Teilhabe gibt. Und Muhammad, sein Gesandter, der Prophet Muhammad, sein Anbetendiener und Gesandter ist. Allah Segen und Frieden auf ihm und auf seinen Angehörigen, auf seinen Gefährten und all denen, die ihnen bis zum jüngsten Tag aufrichtig folgen. Es geht heute um die Rolle des Fastens bei der Seelenbildung im Islam. Das Fasten im Ramadan steht ganz im Zeichen inneren Einkehr, des sozialen Engagements und der persönlichen Erläuterung. Der Ramadan gilt deshalb auch als Monat der guten Taten. Im Koran steht, O, die ihr glaubt, vorgeschrieben ist euch das Fasten, so wie es denjenigen vor euch vorgeschrieben war, auf dass ihr gottesfürchtig werden mögt. Auch Abu Huraira überliefert, dass der Prophet Muhammad, Allah segne ihn und schenke ihm Heil, auch, dass Allah sagt, alle Taten der Kinder Adams gehören ihm, außer dem Fasten, das mir gehört, und ich werde es belohnen. Das Fasten ist ein Geheimnis, das ausschließlich Allah kennt. Daher wird es nur von Allah ohne Vermittlung belohnt. Man muss an die gute Absicht fassen, den Monat in bester Weise zu fasten, zu leben, wenn Allah, der Großzügige, uns die Chance, das Preisgeld gibt, ihn fassen zu können, dann setzen wir unsere Absicht in Taten und in Gehorsam um. Wenn wir doch vorher sterben, dann wird uns unsere Absicht besser angerechnet als unsere Taten. Jeder Muslim ist in der besten Lage, wenn er das Gute, nur das Gute beabsichtigt, und auch das Gute verrichten. Im Koran auch steht, und mit keiner Angelegenheit befasst du dich und nichts verlierst du davon am Koran. Und keine Taten vollbringt ihr, ohne dass wir über euch Zeugen sind. Wenn ihr euch darüber auslasst, auch und es entgeht deinem Herrn nicht das Gewicht eines Stäubchens, weder auf der Erde noch im Himmel, und nichts Kleines als dies oder Größeres. Es gibt nichts, das nicht in einem deutlichen Buch wäre. In diesem Sinne gibt es auch andere viele Beispiele. Zum Beispiel im Koran auch steht, siehst du nicht, dass Allah weiß, was ist in dem Himmel und was auf der Erde ist? Es gibt kein vertrauliches Gespräch zwischen dreien, ohne dass er ihr Vierter wäre, und kein zwischen Fünften, ohne dass er ihr Sechstes wäre. Und auch nicht weniger oder mehr als dieser, ohne dass er mit ihnen wäre. Wo immer sie sein mögen, herauf tut er ihnen am Tag der Auferstehung kund, was sie getan haben. Auch in einem anderen Vers, Allah ist Wächter über euch. Auch in einem anderen Vers, Allah kennt,
Allah kennt der verräterischen Augen und weiß, was die Brüste verbergen. Auch in einem anderen Vers. Und wenn du deine Wörter laut vernehmbar äußerst, gewiss so weiß er ja das Geheime und was noch Verborgene ist. Darum soll derjenige, der fastet, sein Fasten mit Aufrichtigkeit tun. So sagte Allah, der Erhabene, wer nun auf die Begegnung mit seinem Herrn hofft, der soll rechtschaffen handeln und beim Dienst an seinem Herrn niemanden beigesellen. Man soll sein Fasten, sein Gebet und jegliche Handlung, die man unternimmt, lediglich um Allahs Willen leisten. Und die folgenden Verse dabei für Augen führen. Im Koran steht, über euch sind wahrlich Hüter, Edle, die alles aufschreiben, die wissen, was ihr tut. Auch in einem anderen Vers, jedem Mensch haben wir sein Verzeichen an seinem Hals befestigt. Und am Tag der Auferstehung bringen wir ihm ein Buch heraus, das er aufgeschlagen vorfinden wird. Lies dein Buch. Du selbst genügst heute als Abrechner über dich. In dieser Hinsicht erinnert uns der Prophet Muhammad an der Aufrichtigkeit bei der Arbeit. So sagte er, Allah liebt es, wenn ihr eine Handlung tut, dass ihr es perfektioniert. Von einem Mann, dessen Name Luhayb ibn al-Ward, wurde der Prophet Muhammad um einen Ratschlag gebeten. Also, so war der prophetische Ratschlag an ihn, pass auf, dass du Allah zum Letzten zur Schau machst. Deswegen, wenn man weiß, dass Allah bei allen seinen Taten beobachtet, dann hält dies ihn davon ab, jeglicher Art des Betrugs zu tun. Die Götter in der harten Zeit zu monopolisieren, mit den Krisen zu handeln und noch alles sowohl gesetzlich als auch islamisch Illegale zu begehen. So befällt uns der Koran und gebt alles Maß. Gebt volles Maß, wenn ihr misst und wägt mit der richtigen Waage. Das ist Bester. Und das ist auch ein guter Ausgang. Es gibt auch in einem anderen Vers, wer den das Maß kürzenden, die, wenn sie sich von dem Menschen zu messen lassen, sich volles Maß geben lassen, wenn sie ihnen aber zu messen oder wegen Verlust zu fügen. So zeigt der Prophet Muhammad auch den Zustand des Monopolist und sagte, der Monopolist ist verfluchtet. Der Monopolist ist verfluchtet. Nicht zuletzt ist das Fasten die Selbstbeherrschung, da es dem Fastenden dabei hilft, seine Gelüste zu zügeln, sodass die Seele in die höchste Stufe der Glückseligkeit empfindet. So fastet das Hören, das Sehen, die Zunge und alle Körperteile von allem, was Allah für verboten erklärt. Ebenso fastet das Herz. Ebenso fastet auch das Herz.
davon, sich mit allem Unnötigen zu beschäftigen. Alles Lob gehört Allah und der Friede sei auf seinem letzten Gesandten Muhammad und seinen edlen Gefährten. Das Fasten lehrt die Selbstdisziplin und bringt einem dabei, dass Allah ihn immer beobachtet und nichts geheim für ihn ist. Und sogar wenn dich keiner sieht, so sieht dich Allah. Er weiß, was in die Erde eindringt und was aus ihr herauskommt, was vom Himmel herabkommt und was dorthin aufsteigt. Er ist mit euch, wo auch immer seid. Das ist die Selbsterziehung, die Selbstdisziplin, die einen mit Geduld versorgt, die Erschwernisse zu überstehen und den Feinden auf dem Schlachtfeld zu konfrontieren und mit sich für Allah zu opfern, sich auf das Martyrium vorzubereiten, da der Mensch keinem Feind begegnen kann, solange er über seinen innerlichen Feind noch nicht gesiegt hat. Der Monat Ramadan ist der Monat des Sieges gekennzeichnet. Es war der Monat, wo der Schlacht Badr zwischen den Muslimen und den Feinden stattfand und Makka geöffnet wurde. O Allah, mach uns in diesem Monat zu denen, die du uns aus der Hölle befreit hast.